Hallo. Hallo. Gestern noch im Sommer? Mir ist kalt. Ich habe wieder eiskalte Hände. Ich werde hier wahnsinnig in dem Wetter. Immer das ist ein Wetter. Ich habe gelesen, kommende Nacht 3 Grad. Ich sag doch, wir machen besser den Ofen an. Wir holen uns Holz wieder raus und dann machen wir den Ofen wieder an. Ich habe eiskalte Füße, ich hab eiskalte Hände. Noch nie im Juli, im Juni 3 Grad. Das macht einen ja viel zu fertig, das Wetter. Ich bin heute so neben der Spur. Ich hab nur heute. Ja, von meinem Gefühl, als ob mich einer festhält, als ob mir einer immer die Beine festhält. Also ganz schlimm und so müde. Ja, und ich hab kalte Hände, ich habe bestimmt Durchblutungsstörungen. Nee, du hast ein T-Shirt an und ich habe eine dicke Strickjacke an. Das hat ja damit nichts zu tun, ich habe doch keine Handschuhe an. Das stimmt. Ich habe gesagt, kalte Hände, nicht eine kalte Brust. Aber wenn du mal was Dickeres anziehen würdest, wird dir auch nicht kalt. Ja, aber die Hände werden natürlich auch nicht viel wärmer. Nimm die Handschuhe an. Habe ich den Arzt gefragt. Oder warum so ein Muff, hatte ich früher als Kind, so ein Muff, wo du dir die Hände reintust. Aus Fell. Einen braunen und einen weißen, den hat meine Oma mir gemacht. Da hingst du dir so um den Hals und dann konntest du da die Hände reintun. Genau. Ja, ich mache den Muff. Ich habe den Arzt gefragt und dann sage ich, habe immer kalte Hände, was kann das sein? Er sagte zu mir, ja, sagte, das kann sein, dass du Durchblutungsstörungen hast. Dann kriegst du Stents gesetzt. Ja, mein Vater auch in die Beine. Ja, mein Papa hat die auch in die Beine gekriegt. Dann der konnte du die in die Arme. Der Papa hatte die Schaufensterkrankheit, meiner. Die sind aber auch kalt, vielleicht bist du schon tot und weiß es noch nicht. Ja, wahrscheinlich, ey. Aua! Wieso hast du mich denn jetzt gebetscht? Ich wollte mal gucken, ob du noch Gefühl hast in der Arme. Du hast ja dann nicht mehr alt. Doch, mein Vater, der. Hau ab jetzt, pack mich den an. Zum Arzt. Geht, die picken den immer mit der Nadel. Nee, Gefühle habe ich noch in den Fingern, aber sie sind halt nur kalt. Ja, Hämmerchen holen die da rein. Und sie gucken, weil der ist ja auch Diabetiker. Hast du noch Gefühle? Ja, und wie? Was hier wird heute zu essen? Wann machen wir zu essen? Ach, ich weiß es nicht. Was isst man denn so im Winter? Ach, Hühnersuppe. Gemüsesuppe. Ach, schrecklich, ey. Das wird doch gar nicht mehr wärmer, ey. Das ist ja Wahnsinn. Nee, diese Woche nicht. Können wir wieder Kartoffeln rausholen? Guck mal. Ich hab Frottesocken an. Dicke Frottesocken. Ja, so kalt ist es aber auch noch nicht. Ja, habe ich mir eben rausgeholt. Ich fand das. Zieh dir doch eine Jacke an, wenn du auf der Couch liegst. Wir waren heute Morgen in der Eifel und da waren es noch mal 4 Grad kälter als hier. Die hatten nur 12 Grad. Ach ja, wir waren ja in der Eifel. Stimmt ja, aber ich habe ja mein Lied eingesungen. Und da habe ich gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, wenn wir da fertig sind, können wir kratzen. Also ich war auch froh, wie wir im Auto saßen, ne? Und wie die Sitzheizung anging. Du, eher wieder Sommerfrische, eine kurzen Hose im T-Shirt. Also. Ist halt so. Jetzt haben wir aber noch das Problem mit dem Essen. Ich möchte irgendwas essen heute. Es muss ja nicht viel sein, aber ein bisschen so, weißt du? Du isst ja eh nur ein bisschen. Ja, aber was? Ja, gucken wir mal. Was ist mit Fischstäbchen, mit Püree und einem leckeren Salat? Können wir machen. Eine gute Idee? Ja. Wie wir uns kennengelernt haben, ne? Da haben wir die ersten Wochen ja nur telefoniert. Erste Woche, war halt nur eine Woche, ja. Und dann habe ich dann gefragt, was isst du denn? Weil die Mutter hat ja immer noch für die Elke gekocht. Mitgekocht? So. Ja. Und da sagt sie, Fischstäbchen. Und dann sage ich, da habe ich schon gesagt, du nimmst bestimmt 5 Stück, ne? Da hatte meine Mutter gerufen, Essen kommen. Ja. Dann hast du gesagt, was gibt es denn? Da habe ich gesagt, Fischstäbchen. Und dann hast du gesagt, wie viel isst du denn immer? Habe ich gesagt, nee, du hast gesagt 5, ne? Ich sag, ja. Genau, ich wusste, dass die 5 Stück ist, weil ich esse auch 5. Also, ja doch, 5 Stück schaffe ich, auch jetzt noch. Die sind ja nicht groß. Aber das wusste ich irgendwie, das kam irgendwie in meinen Kopf und dann habe ich gesagt, du kriegst bestimmt 5 Stück und dann sagt ja genau, 5 esse ich immer. Mach ich immer noch gerne, zwischendurch. Immer noch 5? Oder ist das weniger geworden? Ich glaube weniger, ne? Ich glaube, ich schaffe jetzt nur noch 4. Ja. Kommt immer drauf an, wie hungrig man ist. Naja. Ja, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ja, jetzt ist auch gleich Abend. Da kann die Sonne ruhig rauskommen für eine Stunde und dann geht sie wieder unter. Oh, die Gott, geht 10 Uhr unter. Oh, Gott, oder Viertel vor 10. Das ist aber doch kein Leben mehr. Nee, ich wollte heute Auto waschen gehen. Hat sich erledigt. Ja. Okay. Was isst ihr denn heute? Auch Fischstäbchen. Hm, lecker. Mit frisch gemachtem Püree. Aus richtigen Kartoffeln, ne? Ja, du, aus dem Päckchen mag ich das nicht. Ja.
Nee, die schmecken schon anders, wenn die mit frischer Butter und mit guter Butter gemacht worden sind. Ne? Mit schön Milch. Bis morgen. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss.